Genau. Ja, ich freue mich sehr, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler und Herr Professor Christian Werner von der Anästhesiologie in der Uni Med in Mainz heute hier sind, um Sie über den Stand der Vorsorge und der Versorgung in Rheinland-Pfalz zu informieren. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir uns vor Weihnachten noch einmal sehen. Und wahrscheinlich auch kurz nach Weihnachten wieder. Heute ist ja ein ganz bedeutender Tag in der Pandemiebekämpfung. Heute erwarten wir die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur für den Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech. Das heißt nicht, dass der Impfstoff dann schon unmittelbar hier zur Verfügung steht, aber es ist ein erster wichtiger Schritt in dieser Etappe. Unsere Impfstraßen und die mobilen Teams sind einsatzbereit. Wir können am Sonntag, dem 27. Dezember, dann auch direkt loslegen. Über alle Details dazu wird Sie die Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler morgen dann nochmal gesondert informieren. Wir wollen Ihnen heute unser Konzept zur Sicherstellung der Notfallversorgung und der stationären Versorgung der Patienten und Patientinnen in Rheinland-Pfalz vorstellen und unsere zusätzlichen Anstrengungen beim Schutz der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Ich danke ganz besonders Herrn Professor Werner, dass er heute sich die Zeit nimmt, hier zu sein. Er ist der Direktor der Klinik für Anästhesiologie unseres Maximalversorgungs der Unimedizin. Er ist auch Mitglied meines Expertenteams. Sehr schön, Herr Werner, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dabei sind. Wir mobilisieren in Rheinland-Pfalz alle Kräfte in der Landesregierung, um die Menschen in Rheinland-Pfalz so gut wie möglich vor der Corona-Ansteckung zu schützen. Wir stellen sicher, dass Infektionen schnell erkannt und Erkrankte gut behandelt werden können. Dazu verstärken wir massiv die Testungen zum Schutz der Risikogruppen in Alten- und Pflegeeinrichtungen mit einer Kriseneinheit des Landes und mit helfenden Händen für die Pflege- und Altenheime. Heute konstituiert sich die Kriseneinheit des Landes für Pflege- und Altenheime. Diese wird schnelle und kraftvolle Hilfe für die Einrichtungen in unserem Land Rheinland-Pfalz organisieren, die in der aktuell schwierigen Phase der Pandemie vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Wir werden damit Einrichtungen mit besonderem Bedarf, mit Personal zur Testung von Bewohnern, Bewohnerinnen, Beschäftigten und Besuchern unterstützen. Und zusätzlich stellen wir helfende Hände zur Unterstützung bereit, die den Einrichtungen im Bedarfsfall bei hauswirtschaftlichen Aufgaben, Essensausgaben, Betreuung und Ähnlichem helfen werden. Einzelheiten wird Ihnen dazu gleich die Gesundheitsministerin darlegen. Im Hintergrund will ich einfach noch mal betonen, dass wir ja oder das Gesundheitsministerium sehr, sehr schnell, nämlich unmittelbar nach der Verabschiedung der Teststrategie des Bundes schon am 15. Oktober bereits Schnelltests für unsere Einrichtungen angefordert hat. Wir zudem bereits in unserer Rechtsverordnung am 27. November vorgeschrieben haben, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unseren Einrichtungen einmal getestet werden, in Risikogebieten sogar zweimal getestet werden und auch, dass Besucher FFP2-Masken tragen müssen. Mit der aktuellen Rechtsverordnung haben wir jetzt auch festgelegt, dass Bewohner und Bewohnerinnen getestet werden sollen und auch Besucher und Besucherinnen. Die Kriseneinheit und die helfenden Hände werden jetzt in der Umsetzung unterstützen, schlicht und ergreifend, weil wir beobachtet haben in der letzten Woche, dass es zwar viele Einrichtungen gibt, die das alles ganz gut hinbekommen, aber umgekehrt auch ausreichend Einrichtungen da sind, die einfach sagen, wir sind überfordert von diesen Anforderungen, von den zusätzlichen. Und deshalb haben wir diese Kriseneinheit gebildet und es hat daran gearbeitet worden im Gesundheitsministerium, dass wir heute diese Hilfe auch anbieten können. Wir mobilisieren in der Corona-Pandemie alle Kräfte, das habe ich gesagt. Und das bedeutet auch, dass wir den Krisenstab der Landesregierung, Sie erinnern sich, der ja die ganze Zeit aktiv ist, jetzt aber in die Stufe 3 angehoben haben. Das heißt, vollständige Aktivierung der Krisenmanagementstrukturen. Was heißt das? Das heißt, ich erkläre es mal, der Krisenstab der Landesregierung ist das zentrale Steuerungsinstrument, um bei außergewöhnlichen Ereignissen wie der aktuellen Corona-Pandemie Informationen aus allen Bereichen zu bündeln und um die notwendigen Entscheidungen zu erarbeiten und entsprechende Verwaltungsmaßnahmen auf Regierungsebene zu koordinieren. Er wird durch eine eigene Geschäftsstelle im Innenministerium organisiert und gemeinsam durch den Innenstaatssekretär und jetzt in dem Fall dem Gesundheitsstaatssekretär geleitet. Dem Krisenstab gehören neben Führungskräften der Ressorts auch die Führungsspitze oberer Landesbehörden, wie beispielsweise der ADD, an.
So können neue Entwicklungen der Lage früh erkannt und die notwendigen Entscheidungen eingeleitet werden. Dies wird selbstverständlich auch an Wochenenden und über die Feiertage passieren. Was ist neu? Ich habe Ihnen jetzt nur erklärt, was der Krisenstab ist, habe schon mal ganz am Anfang der Pandemie. Es ist eine Wiederholung, aber das Neue ist jetzt, dass wir ihn in die Stufe 3 versetzt haben, aufgrund der sich zuspitzenden Situation insgesamt, dass wir wirklich auch jetzt über die Weihnachtszeit wirklich schlagfertig sind und jederzeit eben auch einsatzbereit ist. Jeden zweiten Tag kommt der Krisenstab zusammen und schaut sich die Gesamtlage in unserem Land an. Wir ziehen in der Corona-Pandemie, und das bedeutet auch, dass wir das Konzept zur Sicherstellung der Notfallversorgung und der stationären Versorgung der Patienten und Patientinnen in Rheinland-Pfalz weiter verstärken. Das rheinland-pfälzische Innenministerium, das ist wiederum zuständig für das Thema Notfall- und Rettungswesen. Herr Hitzkens ist heute da, herzlichen Dank auch dafür, hat bereits zu Beginn der Pandemie ja veranlasst, dass die Zahl auch der Intensivtransportkapazitäten von 5 auf 12 erhöht wurden. Eine weitere Einheit befindet sich in der Beschaffung, und außerdem wurden auch weitere Großraumrettungswagen ertüchtigt, um jeweils 3 beatmungspflichtige Patienten gleichzeitig zu transportieren zu können. Im Bereich der Luftrettung wurde zu Beginn der Pandemie ein weiterer Intensivtransporthubschrauber, Christoph 112, bei der BG Unfallklinik in Ludwigshafen stationiert. Damit stehen in Rheinland-Pfalz insgesamt 5 Intensivtransporthubschrauber und 3 Rettungshubschrauber zum Einsatz bereit. Zur Sicherstellung der Notfallversorgung und der stationären Versorgung der Patienten und Patientinnen in Rheinland-Pfalz werden die bereits bestehenden Konzepte des Notfallintensivtransportsystems Rheinland-Pfalz, der Allianz der Krankenhäuser und der Expertengruppe Notfallmedizin eng verzahnt mit dem bundesweiten Kleeblattkonzept. Auch dazu 2 Sätze, das Kleeblattkonzept, und dazu wird auch Herr Professor Werner noch so etwas dazu sagen. Und Herr Hitzkens ist auch bereit, auf Nachfragen noch mal zu reagieren. Das Kleeblattkonzept ist ein bundesweites Netzwerk, das innerhalb kürzester Zeit bei einem regionalen Versorgungsengpass durch Verlegungen entgegenwirken kann. Rheinland-Pfalz koordiniert im Übrigen das Kleeblatt Südwest. Das bedeutet, im Kleeblatt Südwest sind Baden-Württemberg, sind Hessen, sind Saarland vertreten oder zusammengeschlossen. Und wir als Rheinland-Pfälzer dürfen dieses Kleeblatt koordinieren. Dieser Verbund umfasst 22 Millionen Menschen und ist damit das einwohnerstärkste der 5 Kleeblätter in Deutschland. Ich erzähle Ihnen das jetzt mit den Kliniken nochmal und auch mit diesen Prinzipien, weil wir an manchen Stellen in Deutschland die Situation haben, wo das Kleeblattsystem wirklich auch schon zur Anwendung kommt. In Sachsen, Sie wissen das alles, haben wir eine sehr prekäre Situation, und dort gibt es auch bereits Verlegungen über die Landesgrenzen hinweg. Das ist bei uns noch nicht der Fall. Herr Professor Werner wird dazu etwas sagen. Wir haben bislang nur im Land Verlegungen vorgenommen, aber wenige, aber natürlich vor allem aus der Vorderpfalz heraus. Aber insgesamt ist es wichtig, nochmal den Bürgern und Bürgerinnen klarzumachen, dass wir wirklich sehr gut präpariert sind für den Fall, dass die Anzahl der Menschen in den Krankenhäusern weiter steigen sollte, sodass wir uns innerhalb des Bundeslandes, aber auch darüber hinaus wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützungs- und Hilfestruktur haben. Mein letzter Punkt: All unsere medizinischen und vorsorgenden Maßnahmen können nicht verhindern, dass sich Menschen anstecken. Deshalb gilt auch nochmal so mein dringender Appell an alle, jetzt auch über Weihnachten und Silvester wirklich die AHL-Regeln wirklich intensivst einzuhalten. Es geht definitiv darum, dass wenig Menschen und weniger Menschen sich anstecken. Der Shutdown entwickelt hoffentlich seine Wirkungen, aber ich glaube, alle Bürger haben inzwischen gelernt, dass das, was wir in den Krankenhäusern sehen, sehr viel, viel später sich eigentlich dann erst entwickelt und zeigt. Deshalb bleibt es dabei, dass jeder eigentlich aufgefordert ist, tatsächlich vorsichtig zu sein und vor allem mit seinen Liebsten vorsichtig zu sein. Und ich will auch noch mal erinnern, die am anfälligsten sind die Menschen, die im hohen Alter sind. Das ist auch bei uns in Rheinland-Pfalz keine Ausnahme. Und deshalb ist es wichtig, auch gerade über die Weihnachtsfeiertage, gerade dieser Gruppe gegenüber wirklich sehr vorsichtig zu sein. Ich will ganz herzlich noch mal danken den vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in unseren Kliniken, im Gesundheitsbereich, überall dort, wo Hilfe nötig ist zurzeit, die ehrlich Tag und Nacht auch arbeiten, dass es den Patienten und Patientinnen, dass sie ihr Leben retten, dass sie gut versorgen können. Und das alles ist keine Selbstverständlichkeit. In den Pflegeeinrichtungen arbeiten Pfleger, Helfer Tag und Nacht.
Also mein großes Dankeschön an alle Menschen, die jetzt so aktiv sind, um diese Krise gut zu bewältigen. Ich kann nur sagen, als Regierungschefin, dass wir gut aufgestellt sind im Land, um die Versorgung sicherzustellen. Aber unser allergrößtes Anliegen ist es, dass sich so wenig wie möglich Menschen anstecken. Und darum geht es vor allem jetzt in den nächsten Tagen. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Vielleicht bevor wir weiterfahren, wir sind aus der Telefonanlage geflogen, aber Frau Becker ist nicht da. Dann machen wir es nach der nächsten Runde, weil über den Livestream sind wir ja zu hören, nur für die Fragen, die nachher kommen. Und vielleicht ganz kurz die Eilmeldung, die EMA empfiehlt die Zulassung des Impfstoffes. Frau Habe Ihnen Wetzig, Sie zugehört. sind Ministerin. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, die Lage in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern ist in der aktuell immer noch sehr schwierigen Phase der Pandemie angespannt, aber so wie die Ministerpräsidentin es auch geschildert hat, sie ist unter Kontrolle. Vor allen Dingen verfügen wir weiterhin über ausreichend Reserven und Kapazitäten, um eine medizinische Versorgung im Bereich der Intensivmedizin auch landesweit sicherzustellen. Darüber hinaus beschäftigt uns aktuell die Situation der Pflegeeinrichtungen im Land sehr intensiv. Und ja, hier wollen wir mit der soeben skizzierten personellen Unterstützung für Testungen sowie dem Pool für helfende Hände zur Unterstützung bei Betreuung und hauswirtschaftlichen Aufgaben auch aktiv dazu beitragen, dass sich die Situation in den Alten- und Pflegeeinrichtungen schnellstmöglich entspannt. Geplant ist, dass die Kriseneinheit des Landes alle gut 550 Einrichtungen der stationären Altenhilfe in Rheinland-Pfalz kontaktiert. In einem ersten Schritt liegt der Fokus auf den Einrichtungen, die in Landkreisen sich befinden, wo wir eine Inzidenz über dem Landesdurchschnitt haben. Beteiligt an der Kriseneinheit des Landes sind neben dem Gesundheitsministerium die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz sowie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Die Kriseneinheit wird den Bedarf der jeweiligen Einrichtung ermitteln und dann in einem nächsten Schritt entsprechende Hilfe über verschiedene Hilfsorganisationen organisieren. Diese Hilfe gliedert sich in zwei Bereiche. Zum einen soll es personelle Unterstützung zur Testung von Bewohnern und Beschäftigten und Besuchern geben, damit diese über den bereits verpflichtenden Rahmen hinaus noch häufiger vollzogen werden können. Aktuell werden wöchentlich bereits mehr als 25.000 POC-Antigen-Schnelltests bei Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern durchgeführt. Um diese Anzahl noch zu steigern, stehen künftig bei Bedarf die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz. Das ist beispielsweise das DRK, das sind die Malteser, die Johanniter, die DLRG und der Arbeiter-Samariter-Bund bereit. Dieses Personal wird aller Voraussicht nach bereits vor Weihnachten zum Einsatz kommen. Zum anderen kann unterstützendes Personal im Bereich Betreuung und Hauswirtschaft vermittelt werden, wenn eine Einrichtung beispielsweise durch einen Corona-Ausbruch in Personalnot gerät. Und diese Personalnot kann ja beispielsweise auch im hauswirtschaftlichen und Betreuungsbereich entstehen. Hierzu wird ein Pool helfender Hände aufgebaut, der sich unter anderem aus Organisationen wie der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste, dem Personalpool der Pflegekammer, dem Studierendenwerk und anderen speisen soll. Über die Pflege hinaus richten wir den Blick aktuell aber selbstverständlich auch auf die Situation der Krankenhäuser im Land. Und mit dem aktuellen Shutdown ist in der Tat die große Hoffnung verbunden, dass die Zahl der Infizierten und damit auch entsprechend die Zahl der intensivmedizinisch Behandelten weiter vermindert wird. Aber losgelöst davon ist doch eindeutig festzustellen, dass trotz der immer noch vielen Neuinfizierten jeden Tag, und wir haben heute, ist gerade die Zahl gekommen, 1.054 Neuinfizierte zum Vergleich zum Vortag, die rheinland-pfälzischen Kliniken noch ausreichend Kapazitäten haben. Der Blick in das deutschlandweit geführte DIVI-Intensivregister zeigt, dass in Rheinland-Pfalz noch knapp ein Viertel der Intensivbetten verfügbar ist. Diese rund 250 Betten sind auch keine theoretische Zahl, sondern diese 250 Betten sind mit Personal belegt. Das heißt, diese 250 Betten stehen sofort zur Verfügung.
Hinzu kommen weitere gut 430 Intensivbetten, die Rheinland-Pfalz mit einer Vorlaufzeit von 7 Tagen aktivieren könnte. Und damit liegt unser Bundesland in der absoluten Spitzengruppe bundesweit, was die freien Kapazitäten bei Intensivbetten angeht. Dass Rheinland-Pfalz trotz der aktuell rund 1000 Corona-Patienten inklusive der gut 200 Intensivpatienten, von denen rund 160 beatmungspflichtig sind, im bundesweiten Vergleich so gut dasteht, ist aber kein Zufall, sondern es ist das Ergebnis harter Arbeit und frühzeitiger Planung und besonderer Kooperation und Anstrengung der rheinland-pfälzischen Krankenhäuser zu verdanken. Für die Gewährleistung einer stabilen und sicheren Behandlung der Patientinnen und Patienten mit schweren Krankheitsverläufen brauchen wir nämlich neben den Intensivkapazitäten Beatmungsplätze und geschultes Personal. Wir haben in Rheinland-Pfalz sehr frühzeitig alles dafür getan, um unser Gesundheitssystem so gut wie möglich auf diese Situation vorzubereiten. Und ich will Ihnen nur stichpunktartig noch einmal die Maßnahmen vor Augen führen, die hier getroffen wurden. Wir haben die Intensivbetten in diesem Jahr nahezu verdoppelt. Wir verfügen aktuell über 1.645 Intensivbetten. Wir haben mehr als 500 Beatmungsgeräte angeschafft und sie den Krankenhäusern kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier wurden 28 Millionen Euro dafür auch finanziert und ausgegeben. Selbstverständlich ist mit dem Vorhalten der Betten und der Gerätschaften alleine nicht alles getan, sondern es kommt eben auch auf das Personal an. Hier haben wir zusätzliches Personal weitergebildet, 2.100 Pflegefachkräfte und aktuell stehen 1.500 neue Fortbildungen an. Auch hier haben wir 2,5 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. Wir haben die Strukturen geändert, wie die Ministerpräsidentin sagte. Unser Erfolgsmodell, die Allianz der Krankenhäuser, die regionalen Netzwerke mit den Maximalversorgern und den Schwerpunktversorgern in den 5 Versorgungsregionen unseres Landes. Und das sind wirklich verlässliche Partner in der Pandemie. Die Struktur ermöglicht es nämlich zum Beispiel dort, wo die Situation aktuell etwas schwieriger ist. Ich nenne aktuell vielleicht den Bereich der Rheinpfalz und vielleicht auch Teile der Westpfalz, dass dann schnelle und verlässliche Hilfe aus anderen Regionen des Landes, aus anderen Versorgungsregionen des Landes sichergestellt werden kann. Darüber hinaus, das ist der letzte Punkt, haben wir ein Covid-19-Register aufgebaut. Und ich meine damit nicht das DIVI-Register, sondern beim Covid-19-Register bekommen wir nochmals zusätzliche Informationen, weil dieses Covid-19-Register ein Frühwarnsystem ist, was auch auf Patientinnen und Patienten abstellt, die auf Normalstationen liegen. Und das ist immerhin ein Großteil der Patientinnen und Patienten. Das, meine Damen und Herren, führt dazu, dass wir bisher und auch in Zukunft nicht nur auf die Pandemie reagieren, sondern eben auch aktiv und vorausschauend dafür sorgen können, dass wir für die Herausforderungen so gut wie möglich aufgestellt sind. Und ich möchte auch mein Statement mit einem Dank beenden, nämlich mit dem Dank an all diejenigen, die in den Krankenhäusern vor und hinter den Kulissen wirklich Außergewöhnliches leisten, bis an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit und auch darüber hinausgehen. Denn sie alle haben einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass Rheinland-Pfalz die anstehenden Herausforderungen so gut bewältigt. Und sie alle haben auch einen großen Anteil daran, dass wir derzeit nicht nur sorgenvoll auf die aktuelle Lage blicken können, sondern den Blick auch hoffnungsvoll auf den rasant nahenden Impfstoff richten können. Wir haben den Kampf gegen Corona noch nicht gewonnen, aber wir sind dank der Mithilfe so vieler Menschen auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dafür sagen wir Danke. Ja. Vielen Dank, Frau Ministerin Betzing-Lichtentäler. Herr Professor Werner, wir freuen uns sehr über Ihre Analyse aus der Praxis. Frau Ministerpräsidentin, Frau Staatsministerin, meine Damen und Herren, ich beginne mal mit etwas, was Sie alle glauben zu wissen und doch, das ist eine Situation medizinisch, die hat noch niemand erlebt hier nach dem Krieg und ich in fast 40 Arztjahren definitiv auch nicht. Und ich werde noch etwas blumiger, wenn Sie so wollen, indem ich Ihnen schildere, was ich morgens jetzt regelmäßig höre, was wir alle morgens regelmäßig hören, wenn wir unsere Visiten um 7 Uhr beginnen und sich dann die Pflegenden aus der Nacht aus ihren Isolationszimmern und aus ihren Isolationsanzügen schälen. Und das sind Leute, die auf den Intensivstationen auch schon seit 10 und 20 Jahren arbeiten und schon wirklich was gesehen haben. Und diese Leute sagen einem, mein lieber Chef, das ist eine Erkrankung,
die will man nicht haben. Das, muss ich sagen, berührt mich. Und mit dieser Eröffnung darf ich Ihnen heute berichten, dass wir in Rheinland-Pfalz tatsächlich eine eigentlich sehr vorteilhafte Situation genießen können, sowohl mit dem Krankheitsgeschehen und dem Ausbruchgeschehen, als auch mit der Krankheitsschwere, als auch mit den Kapazitäten, die wir imstande sind, vorzuhalten, rheinland-pfalzweit jetzt. Wir haben heute bis auf die Region in der Pfalz, also Ludwigshafen und angrenzende Bereiche, tatsächlich quasi überall im Land Intensivbetten frei gemeldet. Und das ist immer ein bisschen Glück, hoffentlich auch etwas Behandlungsgeschick. Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass wir im letzten 4 Monaten doch gelernt haben, auch diese Erkrankung noch besser und besser einzuschätzen. Und insofern jetzt nicht mehr jeden Patienten, den wir noch im Frühjahr auf die Intensivstation in großer Ängstlichkeit und auch Unkenntnis aufgenommen haben, auf die Intensivstation aufnehmen, sondern diesen Patienten dann den Normalstationen, die allerdings mittlerweile auch hochspezialisiert für Covid-Behandlungen sind, zumuten. Wir trauen uns jetzt, ohne dass ein Mensch sich quälen muss, etwas niedrigere Sauerstoffsättigungen. Wir trauen den sogenannten peripheren Stationen jetzt auch eine Atmungsunterstützungsbehandlung zu. Das haben die auch gelernt oder vielleicht immer schon gekonnt. Wir haben es nur nie zu nutzen gewusst. Und das schafft natürlich dann für die echt schwerkranken Patienten Luft. Also es ist wie immer so eine Composite-Ergebnis aus verschiedenen Dingen. Etwas Schicksal, etwas Muzzle und auch etwas Können und Strukturveränderungen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind im Moment in einer sehr vorteilhaften Situation innerhalb von Rheinland-Pfalz. Wir haben, ich spreche jetzt für die Intensivmedizin, allerdings nicht wenig Kranke. Und wo sind die denn dann, wenn doch nicht auf den Intensivstationen? Sie sind halt auf den sogenannten Normalstationen. Und das darf ich sagen, zumindest weiß ich das aus unserem Klinikum, die ächzen schon. Und wir sind jetzt noch einmal dabei, eine weitere Normalstation von benachbarten Kliniken der Universitätsmedizin, und das geht anderen Krankenhäusern genauso, von Trier bis Idar-Oberstein und so weiter. Wir sind jetzt dabei, nochmal andere Normalstationen, die also keine Monitoringbetten haben und keine Beatmung machen können, aber doch als Covid-Station umzuwidmen, um diese nicht intensivpflichtigen Patienten vernünftig und doch spezialisiert, wenn nicht hochspezialisiert, behandeln zu können. Etwas kritisch nach wie vor ist die Versorgungslage in der Region Rheinpfalz. Und wir hatten dort tatsächlich Verlegungen. Und diese Intensivtransporte, an denen wir und viele andere sich ja beteiligen, sind wirklich professionell. Stellen Sie sich das bitte wirklich als fahrende Intensivstation vor. Das ist nicht irgendwie rumfahren mit einem Beatmungsgerät, einer Infusion und schnell, schnell, sondern da kann man wirklich sogar ECMO-Transporte machen, wenn man das wollte. Und wir haben das gemacht. Also das ist seriös, das hat Niveau. Und deswegen bin ich auch im Moment gar nicht so alarmiert, wenn wir feststellen, dass möglicherweise im Bereich Ludwigshafen noch Verlegungen stattzufinden haben, auch von schwerkranken Patienten. Tatsächlich haben wir heute 2 Patienten aus der Region Ludwigshafen auf die von mir geführte Station übernommen. Also das ist schlagkräftig, das funktioniert. Ich wiederhole, das hat Niveau. Zum Kleeblatt. Das Kleeblatt, Frau Ministerpräsidentin, hatte Ihnen das erläutert, gehört Hessen, Baden-Württemberg, das Saarland und wir. Und wir hatten in der Tat hier in Rheinland-Pfalz die Aufgabe übernommen, dieses Kleeblatt zu koordinieren. In aller Bescheidenheit, das steht uns gut. Und ich möchte sagen, dass wir in einem engen Kontakt sind. Da ist auch dann natürlich nicht nur das Gesundheits-, sondern auch das Innenministerium gefragt, die ja uns da ein ständiger Begleiter sind. Bisher gab es keine Anfragen, aber sollten Anfragen aus diesen ja auch selbstbewussten, starken Bundesländern kommen, dann wäre hier auch für diese Menschen Platz. Genauso wie wir ja im Frühjahr auch Menschen aus dem Grand Est oder aus den Niederlanden hier aufgenommen haben. Das ist doch wohl selbstverständlich. Insofern vielleicht mein Statement bis hierhin. Wir haben derzeit ein wenig Luft im wahrsten Sinne des Wortes zum Atmen in der Intensivmedizin. Es knarzt etwas im Bereich der Normalstation Covid-Betten. Aber da ist man immer auch schneller, handlungsfähiger, auch nochmal Ressourcen bereitzustellen. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir das, was immer bei uns als sogenannte Seitwärtsbewegung in der Entwicklung, ein für mich neues Wort, aber Seitwärtsbewegung formuliert wird, dass eben diese Seitwärtsbewegung jetzt auch über die Tage anhalten wird. Wir haben heute Morgen
in unserer Corona-Krisensitzung, die täglich um 9 Uhr stattfindet, darauf verzichtet, jetzt die nächste Eskalationsstufe zu wählen, um noch einmal 15 Intensivbetten bereitzustellen. Wir haben darauf verzichtet und würden das Ganze zwar immer noch morgen und übermorgen reevaluieren, dann aber erst wieder in der kommenden Woche, also heute in einer Woche, am nächsten Montag nach den Weihnachtstagen, dann nochmal darüber nachdenken, ob das dann noch nötig ist. Das ist sicherlich auch ein Zeichen von realem Optimismus, wenn wir diese Stufe jetzt noch nicht zu zünden gewagt haben. Vielen Dank, Herr Professor Werner. Bevor wir zur Fragerunde kommen, müssen wir noch etwas einwählen? Okay, die Technik steht auch wieder. Genau, dann freuen wir uns sehr auf Ihre Fragen. Karin Dauter. Das geht jedes Mal. Oh, Professor Werner, danke. Vielen Dank. Ich würde gerne mit einer Frage an Herrn Professor Werner anfangen und eine Frage an Frau Dreyer stellen. Herr Professor Werner, können Sie, oder zwei Fragen, können Sie vielleicht rein zahlenmäßig sagen, wie viele Intensivpatienten aus der Vorderpfalz bereits verlegt worden sind in den letzten Wochen? Sie haben gesagt, heute kamen 2. Und die zweite Frage, aus dem Westpfalz-Klinikum hieß es in der vergangenen Woche, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Das ist ein O-Ton, der einer Kollegin von mir so gesagt worden ist. Wenn ich Sie jetzt höre, oh, dann ist doch alles noch ganz in Ordnung. Also wo ist die Rhetorik, wo ist die Dramatik? Vielleicht können Sie das noch mal einordnen, denn die Westpfalz ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch betroffen wie die Vorderpfalz. Vielleicht können Sie es noch mal einordnen. Also mir sind von 10 Patienten bekannt, die wir in diese von uns selbst auch teilweise koordinierte Region hier aus dem Ludwigshafener Raum übernommen haben, an dem zu dem Zeitpunkt, als das Klinikum tatsächlich einen internen Shutdown anmelden musste und keine Patientenaufnahmen mehr stattfinden konnten und tatsächlich auch Elektivbehandlungen nach Mannheim und so weiter verlegt werden mussten oder auch Gott sei Dank konnten. Was Kaiserslautern angeht, die sind per heute wieder aufnahmebereit. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist ja das, was hier gerade stattfindet, Fliegen auf Sicht. Und man hangelt sich von Tag zu Tag und man hat manchmal eine Nacht mit keiner Aufnahme und die nächste Nacht kann schon 4 Aufnahmen bringen. Deswegen finde ich es auch fair, dass man in sehr, sehr kurzfristigen Betrachtungszyklen immer wieder neu einschätzt und dann auch die eigenen Handlungen nachjustiert. Und ich glaube, damit wäre vielleicht die Frage insofern beantwortet. Genau, die zweite Frage, dass auch Patienten in den Trierer Raum gegangen sind. Das weiß ich aber nicht. Ja, das kann ich nicht überblicken. Ja. Auch aus dem Westpfalz-Klinikum 2-3 Patienten in den Trierer Raum gegangen. Dürfte ich noch die Frage an Frau Dreyer gerade anschließen? Frau Dreyer, Sie haben gestern vor einer Woche angekündigt, Besucher würden getestet in Altenheimen. Am Freitag kam dann um 18.04 Uhr die Verordnung, dass alles so bleibt, wie es ist. Heute, 3 Tage später, sagen Sie, jetzt wird doch getestet. Also so richtig lange vorausschauend ist das nicht. Können Sie mir den Widerspruch erklären zwischen Sonntag und Freitagabend der Verordnung? Sehr früh gesagt in Rheinland-Pfalz, auch in der Verordnung, dass die Mitarbeiter getestet werden. Lange bevor es den Bundeskanzlerbeschluss gab, haben wir das schon in der Verordnung gehabt. Wir haben dann aufgenommen, die Bewohner und die Bewohnerinnen als nächsten Schritt. Das ist eine Sollvorschrift. Und die Besucher und die Besucherinnen, die sind nicht in der Rechtsverordnung, schlicht und ergreifend, weil uns die Einrichtungen signalisiert haben, dass sie im Moment nicht alle die Kraft haben, das zu machen. Und wir nicht wollen, dass die Besucher und Besucherinnen, also dass die Heime eigentlich ein Besuchsverbot verhängen über Weihnachten. Deshalb haben wir nochmal intensiviert den Appell FFP2-Masken, das haben wir nämlich auch schon ziemlich lange geregelt, für die Besucher und Besucherinnen, haben gleichzeitig kommuniziert, dass wir eine Hilfsstruktur aufbauen, um die Heime zu entlasten. Und das tun wir jetzt mit dem, was wir eben heute verkündet haben. Und sobald diese Struktur etabliert ist, werden wir auch die Besucher zu einem Muss machen, was die Testung betrifft. Aber solange die Infrastruktur nicht steht und wir den Eindruck haben, die Heime kriegen es einfach nicht hin. Solange haben wir gesagt, okay, achte darauf, dass die Besucher nur mit FFP2 reingehen in die Altenheime und dann werden wir versuchen, jetzt sehr schnell, vor allem jetzt natürlich sofort, in den Bereichen, wo wir hohe Infektionszahlen haben, die Heime zu entlasten, sodass man dann auch das Thema Testung von Besuchern direkt mit angehen kann. Ja.
Darf ich noch einen Satz ergänzen, weil wir nicht, dass der Eindruck entsteht, Besucher würden noch gar nicht getestet. Also wir haben ja auch in unserer Verordnung festgelegt, dass die Einrichtungen uns melden müssen, wer wie getestet wird. Und wir haben da beispielsweise von den Einrichtungen Rückmeldung, dass bisher in einer Woche 1800 Besucher schon getestet wurden, auch wo keine Pflicht bestand. Das heißt, die, die es schon leisten können, die sagen, wir kriegen das schon hin, die machen das auch. Ich meine, das ist zu ihrem eigenen Schutz, zum Schutz ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Ja? Und da, wo sie es eben nicht können, greift eben jetzt genau mit der Kriseneinheit des Landes dieses Angebot der Unterstützung, die dann auch diese Testungen durchführen können und diese Unterstützung gewährleisten. Deshalb ist es vielleicht nochmal wichtig, aber Frau Betzing-Lichtentäler hat eigentlich alles gesagt. Die Kriseneinheit hat ja heute begonnen mit ihrer Telefonaktion und die telefoniert alle Einrichtungen ab, vor allem in den hochbelasteten Regionen. Das ist ja fast die Hälfte im Land Rheinland-Pfalz. Und fragt ganz konkret auch ab, wie es mit den Besuchern ist. Also wie ist es mit den Mitarbeitern, wie ist es mit den Bewohnern? Kommt ihr klar mit dem Testen? Könnt ihr die Bewohner testen? Und dementsprechend wird dann die Hilfe zur Verfügung gestellt, um alles auch möglich zu machen. Ja. Herr Eiden. Eine kurze Frage an Frau Dreier und dann zwei Fragen an Frau Betzing-Lichtentäler. Eben kam die Einmeldung, die EMA hat den Impfstoff zugelassen. Vielleicht eine ganz kurze Reaktion Ihrerseits. Wie bewerten Sie diesen Schritt? Ja, wir freuen uns natürlich total. Also ganz Europa schaut darauf, auf die Zulassung dieses Impfstoffes. Und wir sind sehr froh, dass es eine Empfehlung jetzt an die EU-Kommission an die EU-Kommission. Und wir gehen davon aus, dass dann die nächsten Etappen sehr schnell gehen, sodass am 27. wirklich der Impfstoff hier ist, sodass wir dann auch beginnen können zu impfen. Ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir beginnen ja in den Altenheimen, so wie die Empfehlungen sind. Und es ist natürlich verbunden mit der großen Hoffnung, dass gerade dort, wo wir im Moment die höchste Empfindlichkeit haben, nämlich bei den älteren Menschen in den Heimen, dass wir da echt zu einer Entlastung kommen. Ich würde gerne nochmal auf die Pflegeheime zu sprechen kommen, ganz konkret auf die Situation in Nassau, wo es einen sehr großen Ausbruch gab. Wenn wir einmal sagen können, wie Sie diesen Ausbruch einordnen, bewerten. Und zum Zweiten, vielleicht können Sie an dem Beispiel skizzieren, inwieweit da diese Krisenteams, die Sie eben angesprochen haben, helfen und eingreifen werden. Ja, also das ist wieder so ein Beispiel von einem Ausbruch in einer Einrichtung, wo ja 40 Infizierte zu beklagen waren, wo es am Freitagabend dann Hinweise gab, dass dort ein entsprechendes Ausbruchgeschehen vorhanden ist. Und wir haben ja auch schon eine sehr enge Begleitung der Einrichtung. Das heißt, wir haben ja selber auch noch eine Struktur aufgebaut, dass wenn wir Meldungen haben über Infektionen in Einrichtungen, dass wir dann mit unserem Corona-Beratungspflegeteam auch in die Einrichtung gehen und dort schon Unterstützung anbieten. Hier kam der Hilferuf aber nicht direkt von der Einrichtung, sondern hier war es eben so, dass der leitende Notarzt aufgrund eines individuellen Falles in diesem Heim ins Heim gegangen ist und dann große Versorgungsprobleme festgestellt hat. Und dann setzte die Kette, wie gesagt, ihren Lauf ein. Wir hätten am heutigen Montag sowieso aufgrund der genannten infizierten Zahlen, die damals nicht so besorgniserregend waren, heute auch eine reguläre Krisensitzung dort in der Einrichtung gehabt, wo dann beispielsweise auch abgefragt worden wäre, braucht ihr noch Pflegepersonal etc. Wenn man jetzt sagt, wie würde jetzt hier an der Stelle die Kriseneinheit des Landes operieren, die würde diese Einrichtung anrufen und würde fragen, wie sieht's aus, wo braucht ihr Unterstützung, dann würde sicherlich die Antwort kommen, weil bei den 40 Infizierten ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei ist, wir brauchen personelle Unterstützung, wir brauchen die in der Betreuung, wir brauchen die in der Hauswirtschaft und dann würde hier entsprechend Kontakt aufgenommen mit den Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz, die dort vor Ort zuständig sind und dann direkte Hilfe auch vor Ort gegeben. Vielen Dank. Dann ist eine Frage von Gernot Ludwig. Er fragt, woher genau kommt das Personal in der Kriseneinheit? Erste Frage. Zweite Frage, habe ich das richtig verstanden, dass jetzt auch Besucher in Altenheimen getestet werden sollen? In der geänderten Verordnung von Freitag ging es ja nur darum, dass zusätzlich Bewohner getestet werden sollen. Dritte Frage, die Stiftung Patientenschutz fordert, die Bundeswehr anzufragen, um in Altenheimen zu helfen. Wäre das eine Option für die Landesregierung? Also ich beginne mal mit der Kriseneinheit. Die Kriseneinheit besteht erstens mal aus dem Krisenstab der ADD. Den gibt es ja dort.
Beispielsweise, wenn große Ereignisse sind in unserem Land, dann ist der Krisenstab sofort da und der ist jetzt praktisch ein Teil unserer Kriseneinheit. Der andere Teil ist die Landesfeuerwehrschule und der dritte Bestandteil ist das Sozialministerium bzw. das Landesamt für Soziales. Das sind alles Menschen aus unseren eigenen Bereichen, die jetzt konkret noch nicht eingesetzt sind, was dieses Thema Corona betrifft und die sich jetzt zur Verfügung stellen, diese ganzen Telefonate, Abfragen, die Analysen und so weiter zu machen. Die Struktur dahinter ist wirklich die letzten Tage mit sehr, sehr viel Aufwand vom Sozialministerium organisiert worden, nämlich mit Blick auf unsere Rettungsorganisation. Kann Sabine gleich mal was sagen. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht die Reihe der Krisen- und Rettungsorganisationen, die im Moment sowieso schon überall ist. Ja, das ist ja eine der großen Herausforderungen. Das ist Rote Kreuz und der ASB und was auch immer sowieso überall schon im Einsatz sind, sondern es ist eigentlich die Struktur, die dahinter liegt bei den großen Verbänden und auch andere Organisationen dazu. Genau. Ja, und das sind in Rheinland-Pfalz, das ist das DRK, aber wie gesagt, nicht nur mit denen, die jetzt immer an der Front sind, im hauptamtlichen Bereich, sondern eben auch die dahinter stehen. Dann sind es die Malteser, die Johanniter, die DLRG und der Arbeiter-Samariter-Bund. Das sind diejenigen, die für die Testung zur Verfügung stehen. Wenn es darum geht, jetzt wir nennen immer den Pool der helfenden Hände, ja, also für die Hauswirtschaft die Unterstützung zu leisten oder auch ein Betreuungsangebot für die Seniorinnen und Senioren aufrechtzuerhalten, auch im Falle dieser Personalknappheit. Da, wie gesagt, kommt dann die Organisation der Freiwilligendienste, da kommen andere Institutionen, die sich dazu bereit erklären, Pool der helfenden Hände eben diesen Pool mit zu unterstützen. War die Frage nach der Bundeswehr. Wir haben auch schon vereinbart in der Kriseneinheit und auch heute gestern im Krisenstab, wenn sich herausstellt, dass der Bedarf so groß ist, dass er nicht abzudecken ist über diese Organisationsstrukturen, die wir jetzt aufgebaut haben, dass wir dann auch die Bundeswehr also anfordern. Auch das ist natürlich für uns eine Option. Genau. Das ist die zweite Frage war ja die Frage nach der Testung von Besuchern, die hattest du ja, Sabine, schon mal angesprochen. Insofern, Gernot Ludwig, wenn das noch nicht präzise genug ist, kannst du vielleicht noch einmal eine SMS senden. Genau. Gibt es denn weitere? Anke Petermann, genau, pardon. Eine Frage in die Runde. Kann man sich irgendwie auf diese Mutation vorbereiten? Und wenn, wie erkennt man sie? Möglicherweise in den Tests oder ist sie in den regulären Tests gar nicht zu erkennen? Zunächst mal den Mediziner in der Runde. Gerne. Bitten. Also den Nicht-Virologen und Nicht-Impfexperten fragen Sie. Aber wir haben natürlich heute Morgen das in unserem Kreis diskutiert und eben solche Leute, auch Immunologen, befragt. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass Viren ihr Genom verändern. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass Mutationen stattfinden. Hier handelt es sich um eine konkrete Mutation einer Aminosäure auf die andere. Und es ist davon auszugehen, dass alles ist nicht in vivo oder in vitro, also in einer Petrischale, jetzt nachgetestet. Aber theoretisch das Genom betrachtet oder den RNA-Snip betrachtet, kann man wohl davon ausgehen, dass die Viren, die Impfstoffe, die jetzt anrollen, auch von den unterschiedlichen Firmen einen ausreichenden Impfschutz auch gegen diese neue Mutation erreichen können. Und wir auch wahrscheinlich darauf eingestellt sein müssen, dass im Herbst nochmal eine Mutation kommt, so wie sich ja unsere Bevölkerung für das Grippevirus an solche Mutationen eigentlich auch gewöhnt hat. Es ist jetzt beunruhigend, dass man dieser Mutation eine besondere Kontagiosität und Infektiosität zuspricht. Das alles ist nicht wirklich nachgewiesen. Und auch gegen dieses Virus, das kann man sicher sagen, hilft weiterhin Händehygiene, Mundschutz und Distanz. Die Frage nach der Testung, also ist diese Mutation zu erkennen? Sie ist zu erkennen, wenn man den Virusabstrich gentechnologisch aufarbeitet. Man sieht dann, mit welcher Variante, ich sage jetzt mal Variante 1 bis gestern und Variante 2 ab heute, man zu tun hat. Das muss aber bitte ein Virologe oder ein Immunologe nochmal vertiefen, diese Auskunft. Aber ich liege nah dran. Es ist eigentlich der Vorteil eines Universitätsmediziners, dass morgens in seinem Krisenstab alle Disziplinen vertreten sind. Ja. Das ist wirklich eine bereichernde Runde, die wir da haben.
Also ich will noch mal einmal klarstellen, das sagen zu den Besuchern, weil ich glaube, der Herr Ludwig hat, oder wollten Sie noch mal nachfragen? Er hat noch nichts geschickt, aber es kann nicht schaden, noch mal etwas dazu zu sagen. Wir wollen, dass die Besucher getestet werden. Wir wollen nicht, dass wir an Weihnachten die Heime sagen, wir schließen die Tür ab für Besucher, weil wir es nicht hinbekommen. Wir wollen, dass die Besucher, die kommen an Weihnachten, dass sie FFP2-Masken tragen. Das haben wir auch vorgeschrieben. Und wir werden die Infrastruktur jetzt zur Verfügung stellen bei den Heimen, die es nicht schaffen, sowohl ihre Bewohner als auch eben die Besucher zu testen. Dafür machen wir das jetzt gerade alles, damit das eben alles miteinander auch gelingen kann. Und wir haben Einrichtungen, die schaffen es inzwischen, ich glaube ungefähr die Hälfte fast, ihre Mitarbeiter, ihre Bewohner und die Besucher zu testen. Das gibt jetzt unsere Analyse her. Und für den Rest müssen wir jetzt einfach helfen. Karin Dauscher hat noch eine Frage. Speyer ist ja jetzt ein bisschen vorgeprescht, hat gesagt, es kommen nur noch getestete Besucher in die Heime, will da auch bei der Unterstützung helfen. Die Frage, hilft das Land da auch nochmal zusätzlich? Und das Zweite, wir hatten in dem bedeutsamen Dorf Kleiniedesheim, kennt vielleicht nicht jeder, im Rhein-Pfalz-Kreis, wirklich den Fall, dass einem Besucher gesagt wurde, er darf nicht rein, weil er nicht getestet ist und er soll sich gefälligst selbst um alles kümmern und das alles bezahlen. Und das nach Ihrer Aussage, Frau Dreyer, von gestern vor einer Woche. Es stand in keiner Verordnung. Das Heim hat sich auf Sachen berufen, die nicht Fakt waren, aber das war für den Menschen schon problematisch und seinen Angehörigen. Würden Sie denn einräumen, dass da in der Kommunikation etwas suboptimal gelaufen ist? Also zur Stadt Speyer muss man vielleicht erstmal sagen, wir sind in sehr engen Kontakt mit denen. Also seit ich sonntags mit Sabine Betting-Lichtentäler in der großen Runde war, des Gesundheitsamts, des Landrats, der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, gibt es einen regelmäßigen Austausch mit den Beteiligten im Rhein-Pfalz-Kreis und mit der Stadt Speyer in ganz besonderem Maße. Das übernommen worden ist dann vom Chef der Staatskanzlei, aber auch das Sozialministerium ist natürlich im ganz engen Kontakt. Wir haben mit der Stadt Speyer sehr früh überlegt, wie kann man auch Support leisten, also Hilfe, Unterstützung leisten, auch für die Altenheime. Und ich muss jetzt wirklich sagen, es ist eine der ersten und wenigen Städte, wo die Oberbürgermeisterin gesagt hat, ich nehme das in die Hand und das nehme ich auch richtig so und kümmere mich darum, was in meinen Altenheimen los ist. Und die tatsächlich dann ihre freiwillige Feuerwehrleute auch mal zusammengesucht hat und überlegt hat, wie können wir das stemmen. Und es ist auch ein Appell von mir. Wir haben Altenheime teilweise in kleinsten Gemeinden. Ja, es ist ein Appell, dass auch dort der Bürgermeister sich zusammensetzt mit der Heimleitung, mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit dem DRK und überlegt, was ist eigentlich los gerade in unserem Altenheim und wie können wir die Struktur schaffen, damit das schneller für alle möglich ist. Ich sage auch nochmal, wir haben jetzt einen Kraftakt gemacht in diesen 3 Tagen, damit wir landesweit eine Infrastruktur zur Verfügung stellen können für dort, wo es eben nicht funktioniert. Es wäre viel, viel einfacher, wenn noch mehr Kommunale vor Ort sagen würden, ich übernehme die Verantwortung, ich gucke, was man tun kann mit unseren Ortsgruppen und den Leuten, die wir kennen und gucken tatsächlich, wie man das Problem beheben kann. Also es gibt natürlich, aber ich sage es mal von den Städten, muss man einfach sagen, dass Stefanie Seiler, die haben natürlich gigantische Zahlen, ist gar keine Frage, ja. Aber dass sie jetzt auch beherzt die Sache in die Hand genommen hat und hat gesagt, wir versuchen das zu managen. Wir sind mit denen in Kontakt, die werden auch profitieren von diesem Pool. Das haben wir ihr auch sehr schnell zugesagt, dass sie ist ja letztendlich die Stadt oder es ist der Landkreis, wo wir die höchsten Zahlen haben. Und das heißt, es ist völlig klar, dass sie auch Support bekommt jetzt also von unserer Infrastruktur. So, jetzt war die zweite Frage nochmal. Kleiniedesheim, ja. Ja, vielleicht sage ich dazu ganz, ganz kurz etwas. Nein, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Diese Möglichkeit, Besucher zu testen, die besteht schon seit 15. Oktober. Und wenn jetzt eine Einrichtung für sich entscheidet, ja, bei uns werden die Besucher getestet, wir haben auch Krankenhäuser, die lassen nur noch Besucher rein mit Test, dann ist das eben in ihrer Abwägung schon ein Punkt, weil sie sagen, wir haben sonst Sorge. Aber dass die Einrichtung jetzt sagt, der Besucher, der Angehörige müsste diesen Test bezahlen. Das entbehrt jeder Grundlage, weil seit 15. Oktober deckt die Bundestestverordnung des Bundes genau diese Testungen finanziell ab. Und die Einrichtung erhält eine Refinanzierung sowohl für das Testkit als auch für die Tätigkeit an sich.
sodass, wenn jetzt Einrichtungen diese Abstriche durchführen oder Testungen durchführen, sie das auch refinanziert bekommen. Hier scheint es wahrscheinlich dann eine Einzelsituation in dieser Einrichtung gewesen sein, die das vielleicht nicht kennen, wobei das dann schon etwas irritierend ist. Aber der Besucher selber muss keine Kosten für einen entsprechenden Test hinlegen, sondern das wird komplett auch refinanziert. Und deswegen haben wir ja auch schon Einrichtungen, die testen. Und ich will vielleicht noch mal eine Zahl nehmen. Wir haben als Sozialministerium pro Monat für die rheinland-pfälzischen Einrichtungen 650.000 POC-Tests genehmigt. Es gibt ja eine gewisse Grundlage, die die Einrichtungen beantragen können für POC-Tests. Wir haben 650.000 POC-Tests genehmigt. Und das ist sowohl für Mitarbeiter als auch für Bewohner und eben auch die Möglichkeit der Besucher, sodass hier die Einrichtungen, schaffen sie es personell zu organisieren, auch ohne weiteres schon machen können, ohne ein finanzielles Defizit einzufahren oder eben die Besucher finanziell zu belasten. Deshalb habe ich eben etwas gestockt, Frau Dauscher, bei dem Thema Kommunikation, weil die Rahmenbedingungen sind eigentlich da. Die Feststellung war dann, dass es einfach Einrichtungen gibt, die es nicht schaffen. Und das war dann letztendlich ja auch, was wir vor einer Woche oder zwei gesagt haben, wir bauen eine Infrastruktur auf, um sie zu unterstützen dabei, dass sie diese Möglichkeiten halt auch in Anspruch nehmen können. Ne? Ich sehe im Raum keine weiteren Fragen und bekomme auch keine Fragen mehr zugesendet und telefonisch. Scheint auch das Informationsbedürfnis genau gestillt zu sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich im Namen des Podiums bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund. Und ich würde Ihnen auch schöne Weihnachten wünschen, weil also ich bin nicht ganz sicher, ob wir uns vor Weihnachten jetzt noch mal sehen, aber für alle Fälle mal frohe Weihnachten. Ne?